guck mal, kleine. Ich habe zwei, eine Hand, das ist eine. Ja. Gestern Abend gegen 23.20 Uhr bekamen wir die Information über die Notfallleitstelle, dass es auf der Strecke Schwäbisch Gmünd-Stuttgart zu einer Zugentgleisung kam. Ursächlich für diese Entgleisung war tatsächlich ein Erdrutsch, welcher durch diese Umweltverhältnisse, die letzten Tage kursierten, ausgelöst wurde. Der Zug ist mit einer Kmh-Zahl von 100 km/h hier lang gefahren und musste eine Schnellbremsung einleiten. Und dadurch, dass sich Bäume und andere Gegenstände unterm Zug verkeilt haben, ist der Zug im ersten und zweiten Wagen entgleist. Glücklicherweise konnte durch die schnelle Handlung von der Stadt Schwäbisch Gmünd und der Feuerwehr hier vor Ort die 185 Reisenden schnell evakuiert worden werden. Wir räumen noch ein, ja. Wir wurden heute Nacht gegen 23.30 Uhr alarmiert hier. Feuerwehr, Deutsches Rotes Kreuz, war komplett im Einsatz. Wir waren mit 85 Kolleginnen und Kollegen, Kameraden von der Feuerwehr, mit 16 Fahrzeugen im Einsatz. Und das Rote Kreuz war mit über 70 Personen hier vor Ort. Die erste Sorge war natürlich, dass wir Verletzte zu beklagen haben. Zum Glück hat sich das allerdings herausgestellt, dass alle Passagiere unverletzt sind. Wir konnten sie über ein Notleitersystem dann hier in Ruhe und sicher evakuieren. Die Passagiere sind dann kurzfristig in einem Gebäude hier im Gewerbegebiet direkt gegenüber untergebracht worden und wurden dann mit Bussen nach Stuttgart gefahren. Aber über die Künstler. AI, NPZ, LE. Immer noch. Nochmal.